Ja, Freunde, wir sind jetzt draußen und jetzt für euch hier im Test das schöne Skyworld. Also es schneit, wie ihr seht, Freunde. Echt ein schönes Klasse 1 Sortiment für 8 Euro, ne? Nee, 9 Euro. 95. Ja, fast 9 Euro, sag nochmal. Es ist einfach ziemlich schneeig hier draußen. Es sind insgesamt 10 Fontänen drin. Ich bin insgesamt gespannt auf das ganze Sortiment. Und checkt auf jeden Fall mal den Pyro, seinen Kanal hat hier oben jetzt in der Infobox verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns gleich bei der ersten Fontäne wieder. Die Green Flame. So, Freunde, jetzt die Green Flame. Wie Pyro mitbekommen hat, das ist einfach nur so eine Größe, wie viele zu Feuerstein drin. Einfach im Moglerpack zünden wir die Green Flame. Oh, wie es duftet, Freunde. Ja, ganz schön, aber für Klasse 1, ne? Ja. Eine schöne Fontäne. Jetzt hier für euch die Blue Lagoon. Umdrehen würde ich sagen, ne? Blue Lagoon. Mensch, das erste Mal im Schnee hier ein bisschen zünden, Freunde. Ui. Oh, oh, oi. So chrysanthemenmäßig, Freunde, ne? Das ist aber eine schöne Fontäne gewesen. Besser als hier gerade die Green Flower. Das fand ich nicht so geil, das Ding. Blue Lagoon, schönes Ding. Was? Superstars. Bin gespannt. Also die Lagune fand ich richtig gut eigentlich so. Ui. Ja. Schöner Effekt, ne? Ja. Schönes Blau. Ui. Also wirklich schöner Klasse 1 Effekt. Dreamstar jetzt hier für euch. Ich zünde das Ganze an. Aber bis jetzt ist das Sortiment eigentlich echt ganz okay für ein Klasse 1 Sortiment. Die war ganz geil, ne? Ja. Hat aber ziemlich so, ich dachte für einen Moment wirklich, wo die so hochgeschossen hat, dass es vorbei ist. Nö. Machen wir der nächste Fontäne. Ah, genau, Green Star jetzt hier. Ui, hier. Ui, schöner Funkenflug, Freunde. Alles klar. Ja, war okay, ne? Sieht aus wie ein Mini-Vulkan. Hat aber echt eigentlich so ein schönes Cover da. Gefällt mir richtig gut. Old Pearl. Jo, da auf der anderen Seite sind schon die Rentner, die werden ja doch mal gucken. Ja, mit Zuschauer, Freunde. Erstmal von der Linse ein bisschen Regen entfernt hier. Oh, man sieht sogar den Schnee schön. Boah, guck mal den Schnee rein, das sieht ziemlich geil aus. Ja, ne? Ja, guck dir mal das Feld drumherum an. Das sind einfach nur die ganzen kleinen Bouquets von den Punkten. Aber das, die war wie die gerade davor, ne? Also ziemlich schwach, aber lange. Lange Brenner, aber ziemlich schwach so. Ja, war ganz wahr, okay. Aber halt echt kein großes Bouquet. So, Freunde, jetzt hier für euch die Goldplink. Einfach mal die ganze Sache weggebrannt hier. Wow. Ich würde jetzt mal sagen, die ist durchgezündet, ne? Also es gab jetzt einmal so einen großen Effekt, war ziemlich geil. Aber ja, wenn das jetzt alles war die ziemlich schwach. Ja. War ein geiler Effekt. Ja. Ja, Freunde, jetzt hier für euch die Starlight. Die letzte Fontäne vom Set. Oh. Oh, Junge. Boy. Oh, oh, wow. Schön, der war schön, aber der war jetzt nicht zu kurz, ne? Der war nicht zu kurz, aber der war halt perfekt eigentlich. War ein schönes Sortiment. Ja, das ging schön schnell. Auf jeden Fall Fazit vom Sortiment Skyworld für 9 Euro im Action gekauft. Ist ein schönes Ding, da kann man mal durchaus ein bisschen zur Vorfreude mitnehmen. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.